So, okay. Wir sind jetzt hier am Start. Ich muss mal ganz kurz gucken, stehe ich hier im Weg? Nö, passt. Ich muss bloß die Musik einen Ticken leiser drehen, die ist mir gerade fast ein bisschen zu laut. So, wenn die ganz einfach im Hintergrund... Wir können ja auf die Ambient-Playlist gehen. Ich finde, Factorio spielt sich Ambient besser als mit Beats, ja. So schön gemütlich Ambient. Herz allerliebst. So, ich baue hier gerade 1000 Sachen. Ich weiß nicht mehr, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Aber das Problem wird immer noch dasselbe sein. Wir werden hier massiv Ressourcen brauchen. Hier ist Schweröl in Verarbeitung. Ist schwer in Ordnung. Victor, grüß dich. Herzlich willkommen und Dankeschön für dein Follow auf Twitch. Ist schön, dass du da bist. So, jetzt gucken wir mal schnell, wie es schaut hier aus. Hier wird wieder eingepumpt. Und dann kommen wieder auch Sachen raus, okay. Also die Ölraffinerien, die laufen. So, hier ist Öl drin. Ja, ich weiß, wir kriegen schon wieder mega eingeschenkt. Mensch. Tristinus, auch dir Dankeschön für dein Follow auf Twitch. Herzlich willkommen. Mensch, da trudeln sie so langsam ein. Natürlich auch die Message ist im Übrigen die gleiche, auch für YouTube. Ja, also auch jeder Abonnent, der auf YouTube kommt, kriegt natürlich auch hier seinen berechtigten Announcement. Ja. Okay, hier oben sind wir auch nochmal dicht. Das ist okay. Hier haben wir die Öltanks. Die sind aber zumindest meist leer. Im Zug fährt hier gerade keiner. Ich gucke jetzt gerade mal so ein bisschen das Netz an. Der tankt hier noch. Das geht hier hinten ein bisschen zu lahm, weil wir diese ganze Ölverarbeitung noch nicht drin haben. Da wird nämlich massiv gebaut und da fehlen uns auch tatsächlich noch ganz, ganz haufenweise Sachen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal Folgendes machen. Ich werde jetzt nochmal ein paar Sachen in den Auftrag reindonnern. Damit wir hier auch mal ein bisschen besser zurechtkommen. Was habe ich hier eigentlich? Persönlicher Roboterhangar. Wie schaut denn da unsere Batterie dazu aus? Ich glaube, einen Vierer könnte man noch reinpacken. Wie groß ist denn der? 4x4? 2x2 ist der. Persönlicher Roboterhangar. Könnte ich zwei bauen, dann baue ich zweimal. So, wie viele... Jetzt muss man ganz kurz im Netz gucken. Jetzt hat sich doch auch schon wieder was geändert. Wir haben keine Konstruktionsroboter laufen, alles klar. Dann hauen wir die mal raus. Und unsere Logistikroboter, die sind okay. Die sind in Ordnung, da geht noch was. Da haben wir sogar momentan relativ viel offen. Also da ist schon gut was los, aber das passt schon. Wir bauen selber Roboterhangar. Wir bauen auch sehr, sehr viele Sachen gerade. Okay, alles klar, dann können wir jetzt schon mal loslaufen. Was soll passieren? Was kann da schon passieren? Nee, wir müssen oben auf jeden Fall erstmal mehr Öl reinbringen. Öl ist unser Flaschenhals. An Öl scheitert alles gerade. Strom brauchen wir aktuell nicht, weil... Kein Bedarf. Akkumulatoren haben wir nicht. Okay, also am Akku hängt sozusagen. Jetzt mal eine blöde Frage. Haben wir irgendwo noch Akkus? Wie viele Akkus haben wir denn überhaupt? Zumindest nicht genug, glaube ich, ha? Licht haben wir ohne Ende im Netz, das passt. Strom passt auch. Ich muss das gerade alles mal rausfinden, meine Lieben. Das ist total strange gerade, wenn du so lange schon nicht mehr gespielt hast. Und was haben wir da? Ein Loot von Crash. Fröhliches, Zwergenfröhliches 2019. Oh, mega. Vielen Dank. Jason, der auf Twitch ist es so, du kannst Rollen vergeben, dass du besondere, Mitglieder bis zu 10 Stück, außer den Moderatoren natürlich, dass du denen so einen kleinen, also ein kleines Abzeichen verleihen kannst. Das heißt, Leute, die auch im Twitch zum Beispiel ständig auftauchen, die ich vom Namen her kenne, ja, die werden nach und nach so ein Badge kriegen, bis alle ein bisschen voll sind. Je mehr Leute dann auf Twitch folgen sozusagen, je mehr werden natürlich da dann auch diesen Badge bekommen. Ich kann auf Twitch leider kein Sub-Mode einschalten, weil es einfach schlicht nicht geht, weil ich keinen Vertrag mit Twitch machen kann, weil ich auf YouTube parallel streame. Das geht halt nicht. Sorry. Dein Abo-Ding funktioniert nicht. Welches Abo-Ding? So. Auch dir, danke für deinen Follow auf Twitch. Jetzt bist du auf beiden Plattformen, auch gut. So, okay, also jetzt nochmal ganz kurz geguckt, wie viele Akkumulatoren haben wir? Gar keine, ne?
Also ich sehe zumindest keine in dem, im großen Tank. Hier unten rechts stehen keine angezeigten. Wir haben 700 Solarplatten, das ist okay, aber der Rest, ja, und das war, ich meine, ein Ölding. So ein öliges Teil. Und wir bauen auch, glaube ich, jetzt noch, ja, wir brauchen auch noch extrem viele davon. Also hier unten wird unser Akkumulatorpark immer weiter aufgebaut. Das ist natürlich saublöd. So. Was Giftkapseln? Wie effektiv sind die beim Abholzen? Philipp, das habe ich mit den Giftkapseln tatsächlich keinen Plan. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn das jemand weiß, vielleicht mal in den Chat. Wäre cool. So, hier machen wir das mal weg. Diese Strommasten, die sind zwar ganz nice, aber die brauche ich jetzt gerade nicht. Sollen sie ruhig weg. Oh, das. Okay, der hing ja tatsächlich dran. So, sorry. Sorry, Kumpels, nicht eskalieren. So, hier mal einmal ein Radar. Warum habe ich denn so wenig Energie? Warum leert sich das? Es kann vielleicht sein, dass die Energieleistung hier abnimmt. 30 kW, 60 Megajoule. Und da ist die Elektrizität zumindest ein bisschen angetriggert worden. Müssen wir mal gucken, vielleicht brauchen wir dann mehr. Ach hier, das ist ein Signal, okay. Unser Zug steht logischerweise momentan viel zu lange hier. Was mich ein bisschen traurig macht. Das macht mich, ja doch, das macht mich schon ein bisschen traurig. So, ich baue noch Lampen gerade ohne Ende und ich baue auch noch andere Sachen ohne Ende. Das werden wir gleich sehen. Das kriegen wir schon alles. Langsam aber sicher geht das nach oben. So. Jessop, immer gerne, ohne Witz, immer gerne. So, wie haben wir hier? Ja, da sind 5000 Öl schon drin. Ja, das ist halt leider intervallmäßig immer ein bisschen doof. Weil der halt die Züge tatsächlich dann, oder der Zug erstmal, wir haben ja nur einen, mehr brauchen wir auf der Route jetzt auch erstmal nicht, weil es einfach viel zu lange dauert. Wenn der jetzt quasi hier voll wäre, hier alles, ja, und wir da den Zug zuballern würden, weil der Zug das Nadelöhr ist, dann könnte ich mir auch vorstellen, einen zweiten oder gar einen dritten drauf zu schmeißen, dass hier immer einer betankt und immer hinten einer entlädt oder enttankt wird. Das könnte ich mir vorstellen. Oh, da oben kriegen wir richtig eingeschenkt. Das ist richtig übelst. Aber das macht uns jetzt nichts aus. Hier drüben haben wir noch ein bisschen was abzuholzen. Das würde ich sagen, machen wir auch. Oder ist da irgendwas, was dem entgegensteht? Wüsste ich jetzt gerade nicht. Machen wir hier. Ungefähr bis hier, würde ich sagen. Na, hauen wir die Jungs raus. Sollen sie ruhig fliegen. So. Okay. Gut, wir bauen weiter. Hier drüben wird ordentlich gemotzt und gekleckert. Das passt. Hier die, da fehlen auch noch ganz, ganz viele von den Kampfeinheiten. Da könnte ich 8 Stück mal auf die Reise bringen. Ja, weil hier die Baudrohnen. Ja, deswegen. Das war der Fehler an der Sache. Ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich es nicht gemacht habe. Okay, ja, wir müssen diesen ganzen Bereich ausräumen. Das hat keinen Wert so. Wir verlieren hier eine Drohne nach der anderen. Okay, dann brauche ich jetzt noch Folgendes. Ich brauche hier einen Durchgangsbereich. Um die ganze Area hier rushen zu können, will ich hier einen Durchgang haben. Brauche ich auch nochmal gleich ein paar. Okay, so, hier können wir auch noch ein paar von den Jungs rausschicken. Und dann brauche ich hier erstmal einen neuen Zaun. Besser, ne? Gut, okay, lassen wir das mal so laufen. Wir nähern uns langsam an. Ich glaube, da war auch der Fehler. Das ist ein großer Wurm. Alter Schwede, der haut aber ordentlich rein. Nee, da spielen wir nicht mit erstmal. Das müssen wir anders lösen. Massenmord an Drohnen. Ja, das ist ein bisschen schwierig gerade. Also, haben wir eigentlich hier auch irgendwo gerade eine Antenne offen? Wir können mal von denen ein paar rausdonnern. Warum nicht? So, schicken wir die mal zurück. Ja, das ist ein bisschen dämlich gerade.
Okay, alles klar. Also hier sind wir gerade unterwegs. So, was haben wir hier? Ein Loot! Dankeschön für den Loot. Vielen herzlichen Dank dafür. Sehr nice von euch. Wen haben wir da? Hallo, 2018. Ja, hallo. 19. Habe ich gar nicht mehr gesehen. Doch, da, von Christian. Dankeschön. Und da kommen auch ganz, ganz viele, ja, da kommen auch ganz, ganz viele Loots gerade rein. Ich sehe sie gerade schon alle. Das ist ja nett. Mensch, vielen Dank für euer ganzes Loot. Das ist ja super, super lieb von euch. Tippi läuft tatsächlich im Hintergrund, aber das sollte auch funktionieren. Also ich weiß, ich denke mal, alle Synchronitäten funktionieren, weil die Announcements kommen ja über Tippi. Und wenn die auch von Twitch kommen, kommen die von YouTube eigentlich auch. Trinken jetzt schon. Oh, ich hab doch gerade angefangen. So muss ich doch immer aufs Klo. So, wenn es kurz vor 20 Uhr wird, ja, stehen wir dann alle da. Und ich sitze da. Nö, nö. Ah, okay, das Giftkapselzeug gibt einen Boost. Okay. Auch interessant. So, hauen wir noch mal ein bisschen was auf den Kopf, was ich hier so eingesammelt habe. Das muss alles mal raus. Das Auto habe ich auch nur nice to know. Okay. So, meine Lieben. Wir versuchen jetzt, uns den Rush hier zu ermöglichen. Ich muss bloß jetzt mal hier ein bisschen in die Versorgungsreihe rein. Jetzt lass mal ganz kurz gucken, was haben wir denn hier? Wow, hier kommen auch große rein. Wow, die kommen sogar bis ran. Ja, dieses Nest hier ist das bisher übelste. Jetzt lass mal ganz kurz gucken, wie viel Tech haben wir gerade? Transportmenge machen wir aktuell fertig. Laserschussgeschwindigkeit wäre nett. Was ist Entladungsverteidigung? Persönliche Laserverteidigung. Die persönliche Laserverteidigung wäre auch mega. Die verbraucht aber ordentlich. Die Materialverarbeitung wäre als nächstes schnellere und flexiblere Öfen. Wäre auch wichtig. Batterieausrüstung MK2. All das wäre gerade irgendwie wichtig. Bin mir gerade noch nicht sicher. So, okay, gucken wir mal. Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Nivi kommt rein und haut erstmal 5,49 € auf den Tisch. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr nice. Dankeschön. Ist ja mega. Und da haut er sich erstmal 100 Zwergtaler Bonus rein. Ja, mega geil. Richtig gut. Sowas gibt es einen Orbitalschlag. Ja, das wäre super da drauf. Wow, das ist so ein großer Spucker. Alter Schwede. Ja, wir müssen unbedingt gucken, dass wir hier mal ein bisschen, das alles mal ein bisschen auf Reihe bekommen. Das ist hier oben alles viel zu schwierig. Und wir bauen auch gerade noch zwei, also wenn wir noch zwei Lasergeschütztürme bauen, ja, dann sollten eigentlich die sein. Ja, wenn ich hier oben hier stehe, dann ist das nicht gut, weil die Drohnen hier durchkommen, oder? Ne, die kommen hier quer rein. Normalerweise sollten die ja nicht diesen Weg fliegen. Aber ich weiß, dass sie es gerne mal tun. Und dann stecken die halt überall drin. Die haben wir ja auch noch offen. Und ich hier... Oh. Den Weg wollten wir ja eigentlich absichern. Das mache ich jetzt mal. Das ist jetzt, glaube ich, gerade Priorität 1. Aber vorher, bevor Priorität 1 anstartet, baue ich hier oben erstmal eine Radaranlage hin. Ich will hier oben was sehen können. So, und die 100 Reparaturkosten. Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Donnerbalox, dankeschön. 1 Euro, auch nochmal. Superchat hinterher, vielen Dank. Ey, ihr habt den Superchat für euch entdeckt, oder? Ich glaube, ihr könnt beim Superchat auch eine Nachricht dazu schreiben, wenn ihr wollt. Ich glaube, das geht. Aber ihr werdet auf jeden Fall im Chat ganz oben angezeigt. Und das hat, ich weiß gar nicht, wie der Timeout dafür ist. Ich glaube, 5 Minuten oder 10 Minuten, irgendwie so. Die Folgen gibt es später auf YouTube. Ja, natürlich, ganz klar. Ist ja logisch. So, wie schaut es hier aus? Hier haben wir auch noch eine riesen Lücke drin. Also das müssen wir auch mal beseitigen. Da müssen wir hier oben noch ein... da muss einer rein, theoretisch. Das wird jetzt ganz, ganz tricky. So, hier genau hier auf den Stromkasten. Das ist natürlich jetzt die ganze Reihe hier erstmal außen, aus dem Strom draußen. Und das brauchen wir auch weg. So,
Dann ist der jetzt drinnen und dann hauen wir da jetzt die, die Stromverkabelung wieder hin. So, jetzt ist das wieder angeschaltet, das passt. So, und jetzt gehen wir hier mal raus und auch hier haben wir einen defekten Laserturm. Das Gute ist, wir stehen jetzt zumindest... Oh nein, der ist falsch, oder? Oder ist der unten falsch? Einer ist falsch. Der unten ist falsch, oder? Weil der oben passt. Der ist genau ausgerichtet gewesen. Nee, ist er nicht, oder? Irgendwas stimmt mit dem hier oben nicht, glaube ich. Geh mal hin. Ich meine, ich habe den... Habe ich den falsch gesetzt? Nee, so... Der steht... Der, doch, doch, doch. Der muss da stehen. Machen wir den... Nee, den müssen wir schon so einbauen, dass es passt. Sonst haut es hinten raus wieder nicht hin. Okay, kriegen wir schon irgendwie hin. Das muss ich mal gerade ganz kurz gucken. Danke für die coolen Videos. Ey, voll gerne. So. Milberg, Dankeschön für deinen Follow auf Twitch. Herzlich willkommen erstmal. Mega, mega nice. Und ein Loot kommt auch noch rein. Ich werde völlig überschüttet gerade. Was ist denn los? Okay, erstmal Stück für Stück. Was haben wir da noch? Einen Loot kommt rein. Und jetzt? Große Fragen über Fragen. Lippo, Mod-Loot. Wunderschön, danke dir, Lippo. Sehr, sehr cool. Jetzt gucken wir mal. Ah, cool, ein Arbeitsroboter, Transportmenge. Irgendwas läuft hier gerade nicht. Ich hab da irgendwie gerade so ein Gefühl. Wir sind auf Gold gestoßen? Was? Ja, auf Gold gestoßen ist ja unfassbar. So, pass auf, ich mache jetzt noch Folgendes. Ich mache jetzt mal die Batterieausrüstung, weil wir Batterie brauchen tatsächlich.